Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Sieht aus, als war der Wagen mit Kohle beladen. Wow. Das ist zu gut, um liegen zu lassen. Alles, was glitzert, sieh dich an der Kreuzung in der Nähe von Rückenbaum. Oh. Super. Meint ihr das Lager? Ich gehe erstmal geradeaus. Halt, stopp! Auf ihn! Du bist tot! Dafür bring ich dich um! Mann, Hund! Auch noch! Was nennst du kämpfen? Ihr Gauner. Ja, ich glaube, ich gehe gleich zum Lager. Also nicht da hoch. Sieht aus, als war der Wagen mit Kohle beladen. Er hat nur Geflickte. Folge der Blutspur. Ja, scheiße, aber hier ist blutiger als da, ne? Ich glaub das mal. Ach ja, klar, ich krieg. Tut mir leid. Na gut. Köhler. Irgendjemand muss etwas gesehen oder gehört haben. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Was ist an der Kreuzung geschehen? Was für eine Kreuzung? Was redest du da? Genug davon. Ich weiß, ihr habt jemanden hergeschleppt, also sag mir, was passiert ist. Ich weiß von nichts und hab auch nichts gesehen. Wenn du was wissen willst,
Frag Boris. Ich will nichts damit zu tun haben. Boris die Bestie? Bestie? Boris schwingt dir die Peitsche. Du erkennst ihn an der roten Kappe. Danke. Möge Gott über dich wachen. Rote Kappe. Er ist hier echt der Einzige, der da rumsteht, ne? Kann man denn hin? Hier nächtigen und schlafen, speichern. Komm, dann. Jo. Wir suchen jemanden mit roter Kappe. Problem ist, hier laufen so viele rum, da oben ist noch ein Haus, dass ich mich da kaum entscheiden kann. Was ist das denn hier? Wieder für ein Ritualplatz. Wächst du mich? Hau ab! Ja, da guckst du, oder? Komm! Da können wir mal schnabulieren. Mhm. Hier ist auch noch ein Lager, oder was? Ach so, ja klar. Lauf doch einfach auf A zu. Ja, warum einfach machen, wenn auch schwer geht, ne? Die sieht zu frisch aus. Wie so ein Einsiedler in der Höhle. Ganz hinten. Scheiße. Aua. Ihr macht mich fertig. Niemand da.
draußen im Regen pennen. Also wir kennen ja die Bagage. Die schlafen gerne lang. Irgendwie habe ich wieder voll Bock auf Hauptquest. Ich habe die jetzt so lange schleifen lassen, weil ich dachte, nicht, dass du auf einmal zack, zack durch bist. Verpiss dich! Junge, ist das dein Campingplatz? Hey, du da! Du kannst hier nicht schlafen! Hab ich aber. Dein eigenes Bett! Raus! Ach so, Boris! Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Hör mal, du hast... Was weißt du über den Wagen, der bei der Kreuzung überfallen wurde? Kein Schimmer, wovon du redest. Ach ja? Meine Herren. Ja, ist das ein Problem? Bist wohl eher von der widerborstigen Sorte, was? Kann sein. Konsolen? Pass auf, du Kraftmeier. Fang an zu reden, wenn du nicht willst, dass ich dir dein Grinsen aus dem Gesicht wische. Ja, natürlich. Jeder weiß doch, dass Köhler Langfinger und Halsabschneider sind. Aber ich sag dir, so war es nicht. Ich höre dich gerne an. Lass mich eins klarstellen. Wir haben niemanden überfallen. Was hattet ihr dann bei der Kreuzung verloren? Wir kamen vorbei und sahen den Wagen. Also nahmen wir die Säcke mit. Nur die Säcke? Was ist mit der Blutspur, die zum Lager führt? Dazu wollte ich gerade kommen. Da war auch ein Verwundeter. Was sag ich, er war zerschnitzt wie ein Märtyrer auf einem Heiligenbild. Hat uns angefleht, ihn zu verstecken. Also ist er hier bei euch. Lebt er noch? Der Kerl hat einen starken Überlebenswillen. Weißt du, wer den Wagen überfallen hat? Kein Schimmer. Wir kamen später dazu. Hat er euch etwas erzählt? Er war nicht gerade redselig. Mit durchlöcherter Lunge spricht sich schlecht. Wo ist er? Wir haben ihn in den Schuppen da gesperrt. Ich will mit ihm sprechen. Weiß nicht. Er hat gezahlt, damit wir keinen zu ihm lassen. Das haben wir schon durchgekaut. Ja, ja. Beruhige dich doch. Hier. Nimm den Schlüssel. Danke. Gott behüte dich. So, und dann müsst doch jetzt mit dem Teufel zugehen. Wenn ich... Ist das immer noch Thema? Guten Tag. Wer bist du? Egal. Ich bin hier, um dir zu helfen. Gott sei Dank. Ich dachte, ich beiße hier ins Gras. Und dann kommt mein Schutzengel geradewegs durch die Tür. Ich bin kein Engel. Daher musst du mir ein paar Fragen beantworten, bevor ich dir helfe. Ich wusste, dass es nicht so leicht werden würde. Für wen arbeitest du? Wem gehört der Wagen? Maynard. Er ist irgendein Händler und hat mich zum Schutz angeheuert. Mehr weiß ich nicht. Und wohin ist dieser Maynard verschwunden? Keine Ahnung. Bin bewusstlos gewesen und erst hier wieder zu mir gekommen. Weiß nicht mal genau, wo ich bin. Wer griff den Wagen an? Ein Ritter. Ist uns schon ein Weilchen gefolgt. Und wohin ging er? Weiß nicht. Ich wurde verdroschen und ohnmächtig. Weißt du, was ihr auf dem Wagen hattet? Das habe ich Maynard nie gefragt. Kann ich die Wunde sehen? Bist du ein Heiler? Ja. Mal sehen. Du verlierst Blut und die Wunde ist tief. Die Blutung muss gestillt werden. Hilfst du mir? Ich versuch's. Ich versuch's. Erzähl mir mehr über den Ritter. Wo sind die Münzen? Was? Welche Münzen?
Ich werde mich nicht wiederholen. Ich weiß jetzt von irgendwelchen Münzen. Ach, was? Wo sind die Säcke, die ihr vom Wagen genommen habt? Die Säcke? Da, hinterm Schuppen. Das ist er. Das muss dieser Ritter sein. Und das ist alles? Habt ihr sonst noch etwas mitgenommen? Scheiße, halt! Bleib sofort stehen! Der kommt mir so bekannt vor, aber weil hier sowieso... Alter! Wo bist du? Ja. Och, Kerl, Schattenmähne. Tu mir das nicht an. Ach, verflucht. Aber ich schätze, es macht nichts, solange er zum Sasauer Wirtshaus zurückkehrt. Das möchte ich noch mal probieren. Ja, möchte ich, mach mal. Haut der ab? Ich denke, da gibt geile Keilerei. Oh, Kerl, das ist nicht... Junge, wo ist er denn jetzt? Was muss ich denn da machen? Sag mir nicht mehr, wo ist er? Ja. Das ist irgendwie komisch. Junge. Scheiße. Das. Oh.
Mann! Harter Brocken. Meine Fresse. Was ist mit meinem Meisterschläger? Junge. Du bist fertig. Na? Na? Gottverdammt. Scheint, als hätte ich einen Ebenbürtigen gefunden. Ich will alles wissen. Wer du bist, weshalb du hier bist und was du über den geplünderten Wagen weißt. Mein Name ist Ulrich. Ich sage dir gar nichts, ehe du mir nicht etwas zusicherst. Versichern? Wie wäre es damit? Du redest und ich lasse dich leben. Denkst du, ich glaube dir das? Ich weiß sehr wohl, wie solche Geschichten enden. Ich war öfter am anderen Ende des Schwertes, als du zählen kannst. Du hast mein Wort. Das Wort eines Diebes, bei Gott. Was die Pfarrer sagen, ist wahr. Die Welt ist verrückt geworden. Töte mich besser. Ich bin sowieso am Ende. Genau wie du. Wieso soll ich am Ende sein? Wer durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert umkommen. Sobald du zu einer Waffe greifst, sind deine Tage gezählt. Das gilt für jeden von uns. Nicht für jeden. Doch für jeden Einzelnen. Ob Ritter, Söldner oder Strauchdieb. Es gibt Männer, die friedlich sterben. Frau und Kinder an ihrer Seite. Aber nicht du. Oder ich. Du endest in einem Graben. Mit deinen Eingeweiden neben dir. Oh, was ein Bild. Anders als du bin ich kein Verbrecher. Du hältst das Fälschen von Geld für ein ehrliches Handwerk? Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin kein Fälscher. Ich untersuche die Sache. Was? Was sagst du da? Ich diene Herrn Ratzig Kubilla, dem Herrn über Skalitz und königlichen Hauptmann. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich wurde auch hergeschickt. Von wem? Steck die Waffe weg. Dann reden wir von Angesicht zu Angesicht. Falls wir tatsächlich ein gemeinsames Ziel haben. Steh auf. Das ist ja... Ja, unser Treffen hatte keinen guten Anfang, aber wenn wirklich Kubilla dich geschickt hat, können wir einander helfen. Was meinst du? Vieles konnte ich herausfinden, aber ein paar Fragen sind noch offen.
Und der Letzte, der etwas wusste, ist nun tot. Wer war's denn? Meinhard, der Händler aus Passau. Hör zu, ich werde dir alles erklären. Aber zuerst musst du etwas für mich tun. Ach, wirklich? Du stellst mich einer gewissen Person vor und ich weihe dich in all meine Erkenntnisse ein. An wen hast du gedacht? Meister Tobias Pfeiffer. Wenn du Herrn Ratzig dienst, musst du ihn kennen. Natürlich kenne ich ihn. Was willst du von ihm? Ich habe hier ein schriftliches Geständnis, das den Fälschungsprozess beschreibt. Aber von solchen Dingen verstehe ich nichts. Für Meister Pfeiffer hingegen wird all das deutlich mehr Sinn ergeben. Und du gibst es mir? Einfach so? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das ist meine einzige Spur. In der Zwischenzeit kehre ich nach Sasau zurück. Vielleicht finde ich dort mehr heraus. Solltest du mich nicht zu Pfeiffer begleiten? Nein. Ich muss in Sasau verweilen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Wer bist du eigentlich? Wie gesagt, ich heiße Ulrich. Nur Ulrich? Das genügt. Du siehst aber aus wie ein Ritter. Wir haben selten nur einen Namen. Ich habe ein Pferd, eine Rüstung, ein Schwert und einen Schild. Aber all das lässt sich heutzutage auf vielerlei Arten erwerben. Wie du gewiss weißt. Also bist du gar kein Ritter? Ich bin ein treuer Streiter im Dienste eines Adligen. Mehr musst du nicht wissen. Also schön, Ulrich. Belassen wir es dabei. Für wen arbeitest du? Ich verstehe, weshalb du fragst. Aber es steht mir nicht frei, dir zu antworten. Na gut, aus dir rausprügeln werde ich es nicht. Sag mir, was du über die gefälschten Münzen weißt. Kennst du Passau? Nein, was ist das? Eine Stadt in Bayern. In Passau blüht der Handel. Alle Währungen des Abendlandes wechseln dort ihren Besitzer. Verstehe. Also auch Prager Groschen. Vor ein paar Monaten wurden dort gefälschte Groschen entdeckt. Sie sind aus Kupfer und wurden mit Silber überzogen. Die Passauer Ratsherren brachten ans Licht, dass eine Familie von Geldwechslern die Finger im Spiel hatte. Sie holte die gefälschten Münzen aus Böhmen und schickte echte zurück. Mein Lehnsherr ist ein Verbündeter der Ratsherren, weshalb sie ihn baten, das zu klären. Und er schickte dich? Ja, er benötigte jemanden, dem er voll und ganz vertrauen kann. Was ist mit dem Wagen? Was genau ist dort geschehen? Ich bin Meinhard von Passau ausgefolgt. Ich vermutete eine Verbindung mit Sasau. Also beförderten sie falsche Groschen auf dem Wagen? Ja. Erst brachten sie echte Münzen her. Groschen, Forints, Franken und so weiter. Aber diese Säcke enthielten nur Falschmünzen. Wieso vermutest du eine Verbindung mit Sasau? Die Sache wurde in Passau untersucht. Der Henker konnte den Leuten, die verhaftet wurden, entlocken, dass die Münzen in einem Kloster hergestellt wurden. Was? Mitten in einem Kloster? Angeblich. Ich weiß nur, was der Passauer Schreiber in den Verhörberichten notiert hat. Wieso hast du sie bis hierher kommen lassen? Ich wollte herausfinden, wo sie die Münzen übergeben, was mir aber nicht gelang. Außerdem hatte Meinhard eine bewaffnete Eskorte und nutzte gut befahrene Straßen und nur Gaststätten entlang des Weges. Bis er auf diesen gottverlassenen Weg einbog. Ich weiß nicht weshalb, aber es war die perfekte Gelegenheit zuzuschlagen. Was passierte auf diesem Weg? Ich überraschte sie und erwischte zwei. Aber Meinhard, dieser Bastard, schnitt die Pferde los und floh. Was dann? Während ich Meinhard verfolgte, stahlen die Köhler, was sie tragen konnten.
Und bevor ich ihn erwischte, warf ihn sein Pferd ab und er brach sich das Genick. Von ihm erfahren wir also nichts mehr? Nein, leider nicht. Was geschah mit Menhardt? Der ist natürlich tot. Ich weiß, aber was hast du mit der Leiche gemacht? Begraben. Er war ein Bastard. Aber ich bin keiner, der einen Christen in den Wäldern verrotten lässt. Verstehe. Und wo ist das Grab? Er floh vom Wagen aus den Hügel hinauf Richtung Norden. Neben dem Weg steht eine alte Hütte. Dahinter habe ich ihn begraben. Und glaub nicht, ich wüsste nicht, weshalb du fragst. Grabschändung ist verwerflich. So etwas tue ich nicht. Wenn du das sagst. Natürlich tun wir sowas. Na schön, ich begebe mich zum Meister Pfeiffer. Gute Reise. Ich warte in Sasau, im Gasthaus zum Fuhrmann. Jetzt bin ich unschlüssig. Ob wir da nochmal zum Unfall zurück sollten. Da bin ich aber mal gespannt, ob ich, beziehungsweise kann ich ja nicht rauskriegen, aber achso, er hat mir schon hier Ratei markiert. Ja, dann finde ich den Unfall sowieso nicht mehr. Ja gut, dann können wir auch eine Ratei. Hier frage ich mich auch, ne, ob dann auch hier die Leute, wie gesagt wurde, wieder zurückkommen. Sieht alles hier noch ziemlich abgebrannt aus. Ja. Ist im Latte, ich will den Zickzackkurs nicht schon wieder laufen. Hier waren wir, glaube ich, mal auf Schätzejagd. Jo, waren wir. Und hier wurden wir überfallen. Bitte, da sind sie schon wieder. Ich komme von da vorne und verschwinde hier lang. Ja. Da wirst du von den Gesellen da auch noch verfolgt. Dem traue ich auch nicht. Steht da wieder so ein Mannequin, ne? Und wenn du anhältst und mal wissen willst, dann hüpfen auf einmal 12 aus der Büsche raus.
Mann. Ja. Wo sind wir hier eigentlich? Sollte ich? Beim Kloster sind wir. Na gut. Ja. Aber irgendwie ist es hier auf die Schnellreise zu verzichten nicht so ein Hochgenuss wie bei Skyrim, ne? Weil hier habe ich echt das Gefühl, ich sehe immer dieselben Ecken. Selbst wenn ich mal versuche, was anders zu machen. Ach guck, kennst du auch schon. Falsch, ne? Ja, sehr gut. Komm, in der Hoffnung, dass es da hinten irgendwie anders aussieht. Irgendwie ist da vorne Kartenende. Was war das denn? Ein Pferd, was bei euch durch den Vorgarten galoppiert ist? What's that? Oh. Lass mich raten, Unfall. Alter Heini, hast du jetzt die Tatwaffe angefasst? Jut. Also so beim Laufen hat's schon was, ne? Weißt du, für so ein richtiges Easter Egg Schattenmähne, ne? Hätten sie dir auch die roten Augen verpassen können. Oder wenigstens hier das, den Überwurf da, den Sattel von der dunklen Bruderschaft. Noch einmal kurz checken, sonst... ja, ganz genau. Aber ich glaube, ich habe eine neue. Du willst mein Geld? Komm und hol's dir! Das habe ich auch noch nie rausgekriegt, was das immer dafür für kleine Armeen sind, die sich gegenseitig an den Kragen gehen.
Wo bin ich jetzt? Macht sie alle nieder, Jungs! Moor McDouglas! Ich bin da mal so frei, ne? Kennt ihr das, wenn ihr so viele Ziele habt, dass ihr gar nicht vorbei schießen könnt? Zu den Waffen! Hier rüber! Treffe ich den nicht, oder was? Seid vorsichtig! Sieh an, was da unter dem Stein herkommt. Junge. Gib direkt ein. Wer ist da? Was? Was ist das? Zu den Waffen! Hier rüber! Wo schieße ich denn dahin? Wo sind alle? Schnell! Auf die! Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Hey, ihr alle, hier sammeln! Schlagt Alarm! Den Hund, den habe ich getroffen. Emberleck, wieder da? Unter Haltung! Lagerloch, LNG! Geh auf was hier, Doki! Und die, Lagerloch! Alarm! Ja, gut. So, was hast du? Banditenohr, Groschen, Händlerschwert. Ganz ehrlich, ich kann nur vermuten, weshalb ich so gut geschossen habe. Gut. So, wer möchte denn hier die ganze Zeit Alarm schlagen? Das möchte ich aber nicht. Das war, glaube ich, ein Glücksfall, ne? Hier ist jedenfalls keiner mehr, wa? Ach komm. Boah, was sind das für Kisten in der letzten Zeit? Naja, mal gucken, wo die sind. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was.